geht ab, meine lieben Freunde, euer Inni hier und herzlich willkommen zum ersten GTA 5 Let's Play auf der Xbox One und somit der Next-Gen-Konsole. Ja, meine lieben Freunde, wir haben endlich die Next-Gen-Version von GTA 5, einen Tag vor Release, Alter, und ich freue mich einfach nur sowas von unnormal auf dieses Let's Play, denn die Grafik ist besser geworden, neue Autos und weitere Funktionen sind neu zu diesem Spiel hinzugekommen. Ja, Freunde, Alter, es wird jetzt ein richtig geiles Let's Play. Ich habe mich schon die ganze Zeit auf dieses Spiel gefreut. Heute ist es endlich soweit. Und dann würde ich sagen, starten wir jetzt auch direkt mit der Kampagne Ludendorff vor 9 Jahren. Ey, vor einem Jahr hat es angefangen, Freunde. Ey, richtig geil, ey. Schaut's euch an. Was geht ab, Freunde? René von viel FIFA und Gaming TV hier und herzlich willkommen zum ersten GTA 5 Let's Play. Alter, was eine Grafik, Mann. So, alle mal aufgepasst. Öffnet die Tür oder sie werden mehr als nur verletzt. Alter, sieht das geil aus. Man merkt schon direkt den Grafikunterschied, Freunde. Ohne Witz. Ihr könnt euch ja gerne das Let's Play angucken, worauf, was ich euch gerade gezeigt habe. Alter. Guckt euch mal die Grafik an. Unnormal geil. Unnormal geil, ey. Ja, Freunde, das erste Let's Play heute mal schön in 1080p, damit ihr mal sehen könnt, wie heftig die Grafik einfach nur geworden ist, ey. Nur richtig unnormal. So. LT gedrückt. Ah ja, genau. Ziel auf die Geisel. Beeilung. Mach du Platz, du Pisser. Ja, Freunde, ich bin leider immer noch krank. Hört ihr meiner Stimme? Aber wenn ich wieder gesund bin, dann werde ich wieder richtig abgehen. Aber ihr merkt ja, ich gehe auch schon so ab, auch wenn ich krank bin, Alter, wegen der Grafik. Alter, geil, ey. Ja, Freunde, ich denke, das ist so einer der ersten Let's Plays auf YouTube, ey. Weil das ist ja viel früher rausgekommen, als... Also wir haben es früher bekommen, als es eigentlich geplant war. Hinten rein, so. Jetzt geht da wieder die Party ab. Ja, so genau kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Irgendwas war mit dem Handy hier. Zack. Kontakte zünden. Ey, ich ruf mal zünden an, Peter. Ruf mal zünden an, du Pisser. Wir rufen mal zünden an, Freunde. Und jetzt. Boom. 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 Scharmutter, Alter. Explosion. Gib ihm. Alter, die Grafik ist echt krass. Ohne Witz, ey. Oh, sie ist auf dem Radar. So, jetzt geht's los, Alter. Zeig mir das Geld, du Pisser. So. Hier lang geht's, Freunde. Zack. Alter, was eine Auflösung, ey. Dann auf meinem Sony Bravia Fernseher. Das sieht echt top aus. Unnormal geil, ohne Spaß. Und es läuft auch flüssig. Es läuft richtig flüssig. Irgendeiner kommt jetzt um die Ecke, oder? Nee. Aber irgendwo war das da noch. Da, boah, schön Cash in the House. Cash in the House. Guck mal, unten Geld, $2000. Gleich werden es, glaube ich, 2 Millionen oder so. Nee, doch nur 95.000. Oder doch 180.000, ey. Ja, reicht doch immerhin für den Start. So, ich komme jetzt raus, B. Da, guck, ich wusste das. Da kommt so ein Pisser vom Polizei. Der Michael, Alter. Boah, Alter, diese Grafik, ey. Unnormal geil. So, wir können ja wechseln, genau. Wir wechseln jetzt hier, zack. Ah, der hat eine andere Frisur, der Michael. Und bam, in den Kopf geballert, Alter. Der erste Headshot von GTA 5, Freunde. Ach, geil, ey. Zack, jetzt haben wir hier den Trevor, glaube ich, haben wir. Ja. Zack, boah. Hammer die Grafik, hammer geil, Freunde. Da gibt dich in Deckung. So. Jetzt wollen wir das sprengen, genau. Ja, Freunde, ich hätte richtig Bock, die Kampagne nochmal zusammen mit euch durchzuzocken. Allein schon wegen der Grafik und den Veränderungen. Und diesmal lassen wir uns noch ein bisschen mehr Zeit, machen ein paar Nebensachen und sowas. Gehen mal ein bisschen Billard spielen und so. Hätte ich richtig Bock auf jeden Fall. Und natürlich wird auch der Online-Modus von uns Let's Play. Vielleicht mit ein paar Freunden schön zusammen zocken online und so. Und dann Online-Let's Plays, ganz normale, werden auch kommen. Keine Sorge, es wird richtig geil werden, ey. Boah, guckt euch mal draußen die Grafik an, Mann. Scharmutter. Ach du Scheiße, ey. Oi, oi, oi. Kranke Scheiße, Mann. Alter, was eine Grafik. 5 Sterne Bullen haben wir am Hals. Junge, Junge, Junge. Zack. Bam, bam, bam. Geht wieder diese Ballerei los, ne? Oder? So, zack. Los geht's. Da ist einer. Zack, ballern wir ab. Da der nächste. Boah, ich hab's vermisst, Freunde. Ey, ich hab grad so ein Déjà-vu, Freunde. Wir haben es ja vor einem Jahr Let's Played. Da hatten wir gerade mal 10.000 Abonnenten oder so auf dem Hauptkanal viel FIFA. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Auf jeden Fall, das letzte GTA kam ja irgendwie September letzten Jahres raus. Und jetzt ist einfach schon ein Jahr vorbei. Ein Jahr vorbei. Einfach nur krank. Ja, Freunde, und die Leute, die neu zuschauen, herzlich willkommen auf dem Kanal. Klickt gerne auf Abonnieren, es werden richtig geile Videos kommen. Call of Duty findet ihr auch auf unserem Kanal. Ich bin leider momentan etwas krank, aber wenn ich gesund bin, Alter, dann werde ich sowas von abgehen. Ihr merkt ja jetzt schon, ich bin hier wieder voll auf Rille, oder was? So, zack. Charakter wechseln. Ah, genau. Da hinten haben wir wieder ein paar Gegner.
Oh Junge, die Kampagne. Guck mal, Michael hat eine Glatze. Der hatte damals keine Glatze, als wir nicht online gezockt haben. Das weiß ich noch. Guck mal da, Ludendorff. Boah, Alter, die Grafik, ne? Was eine Auflösung. Ich sag's euch. Ich sitze einen Meter von meinem Fernseher und diese Auflösung, die ist einfach nur bombastisch. Traumhaft. Traumhaft. Also ich kann es euch nur empfehlen, Freunde. Jeden, der sich das Spiel morgen holen kann, holt es euch. Es wird einfach so einen Bock machen. Auch der Online-Modus wird todesgeil werden, ey. Ja, heute habe ich schon schön die Lederjacke ausgepackt, wie damals, Alter, beim ersten Let's Play. Die Lederjacke muss natürlich am Start sein. So. Genau, guck mal, wie der Trevor aussieht, Alter, mit Bart und so. Letztes Jahr war der nicht mit Bart am Start, ey. Geil, ey. Oh, geil. Ich feiere dieses Spiel so unnormal, Freunde. Das wird so ein geiles Let's Play werden, ich sag's euch, Freunde. Ja, wenn diese Folge hier bis heute Abend um 19 oder 20 Uhr die 1000 Likes erreicht, wisst ihr, was dann kommt, Freunde? Dann wird heute Abend ein weiteres Let's Play online kommen von GTA. Muss noch gucken, ob online oder offline. Vielleicht sind die Online-Server erst ab morgen verfügbar, weil ab morgen der offizielle Release ist. Deshalb müssen wir gucken. Aber wenn online verfügbar ist, werden wir natürlich mal Online-Modus testen. Aber wenn es die 1000 Likes erreicht, Freunde, bis heute Abend, dann werden wir noch ein weiteres Let's Play hochladen. Keine Sorge. Boah, das Lenken und so ist alles eigentlich beim Gleichen geblieben. Außer, was sofort auffällt, ist natürlich unten links die Karte. Die ist so 3D-mäßig geworden. Also, man sieht jetzt so... Wie soll ich sagen? Also alt 3D, ne? Man sieht die nicht mehr von oben, sondern so 3D-mäßig. Ist eigentlich auf jeden Fall cooler. Cooler wie der Bruder von Freezer. So, biegen wir mal hier links ab. Zack. Wow. Aber was natürlich direkt ins Auge sticht, ist diese unnormal heftige Grafik, Alter. Die ist einfach nur richtig krank. Ja, ey, ich werde auf jeden Fall noch bis gleich zocken, wo wir diese geilen Karren fahren können, Freunde. Bis dahin werde ich noch zocken. Vielleicht sogar noch weiter. Das ist das erste Let's Play. Das kann ruhig mal ein bisschen länger gehen, ey. Alter. Vielleicht können wir dieses Mal die Kampagne noch ein bisschen besser verstehen als beim letzten Mal. Aber letztes Jahr, da war ich so ein bisschen, ja, manche Momente, da wusste ich nicht, was ist denn da los? Was ist denn hier passiert? Aber jetzt, schön von Anfang an, ziehen wir uns das Ganze jetzt hier rein. Ah! Ah! Irgendwer muss uns verpfiffen haben. Boah, guck mal, die Dings, die Wunden im Gesicht, das ist auch alles neu. Das war vorher nicht, dass die am Bluten sind und so. Guck mal, Trevor, wie der aussieht, Alter. Wie so ein schlechter Pornodarsteller aus den 80er Jahren, Alter. Ey. Geil, ey. Nein, jetzt muss Trevor rasieren. Halte die Cops auf. Die halten wir ganz locker easy auf. Ach ja. Ich würde mal gerne wissen, wie man in den Ego-Modus schaltet. Also, dieses Jahr bei GTA ist ja neu, dass man in die Ego-Perspektive wechseln kann. Das heißt, man sieht dann einfach, halt wie bei Call of Duty, nur die Waffe. Oder wenn man fährt, sieht man halt nur das Lenkrad, kann aus dem Auto rausgucken. Ist auf jeden Fall auch eine richtig geile Funktion dieses Jahr. Los, los! Was ist denn mit der los, Alter? Ja, Freunde, das war das Intro von GTA 5. Also bisher positiv überrascht von der Grafik her, vom Gameplay, alles wie gewohnt beim Alten. Richtig geil auf jeden Fall. Ja, und jetzt startet die Kampagne. Ich höre nichts. Doch, da. Ach, jetzt ist mal diese Beerdigung hier. Ah, jetzt trauern die genau. Ich spoilere auf keinen Fall was, auch wenn ich schon was weiß, Freunde. Es gibt vielleicht manche, die jetzt das zum ersten Mal sehen. Deshalb werde ich das schön zusammen mit euch hier zocken. Rockstar Game Presents. Und sterben in Sünde. Und in dieser Hinsicht war Michael ein Mensch wie jeder andere. Das ist zum Beispiel neu. Das ist neu. Das war damals nicht gewesen. Der Ausschnitt. Michael Townley? Ja, ich glaube, der hat seinen Tod gestellt. Grand Theft Auto 5, Junge. Next Gen am Start, Freunde. Geil, ey. Oh, ist das geil, ey, Freunde. Das wird ein richtig geiles Let's Play. Freut euch drauf, Freunde. Freut euch einfach noch drauf. Boah, geil, Alter. Jetzt geht's los. Ich weiß auf jeden Fall, was jetzt kommen wird, Freunde. Lasst euch überraschen. Jetzt kommt was richtig Geiles, Mann. Boah. Alter. Your son, James. He's a good kid. He's a good kid? A good kid. Why? Does he help the fucking poor? No. Guck mal da hinten das Wasser, Mann! Guck da hinten das Wasser! Smoking dope and jerking off while he plays that fucking game. If that's our standard for goodness, no wonder this country's screwed. And what about you? What about me?
Hey. I didn't have the advantages that kid has. By the time I was his age, I'd already been in prison twice. I robbed banks. I ran whores. I smuggled dope. And you consider them achievements? These were the opportunities I had. At least I took them. And where did these opportunities get you, Michael? They got me right fucking here. Das Wasser da hinten, ich komm nicht klar. Das Wasser haut mich um. Useless kid, and I'm stuck talking to you because no one else gives a shit. Oh, I'm living a dream, baby. And that dream is fucked. I have a dream. Fucking fucked. That one day. Let it all out. Mal wie der teilreich die Couch und alles ist, ne? Richtig heftig. Oh. Well, I think that's all we have time for. The same time next week. Same time next week. So, jetzt geht's los, Freunde. Ich, wie gesagt, wenn die hier labern, halte ich meine Fresse. Das habt ihr euch ja damals auch gewünscht, dass ich ruhig bin, weil sonst ist das so ein Durcheinander immer. Embrace it. Whatever you say, Doc. Jetzt. Boah, jetzt geht's los, Freunde. Boah. Krank, die Grafik. Yeah, es geht los. GTA, Next Gen. Es ist wieder Zeit, gib mir den Beat. Yeah, Achterbahn, Karussell fahren, das Wasser haut mich um wie Klitschko. Junge, geil, ey. Alter Schwede, ey, der mit seinem Muckis da wieder am Strand da am Chillen, Freunde. Da werden noch geile Sachen kommen. Die Köter werden gejagt wieder. Die Köter werden gejagt. Bitches werden am Strand aufgerissen, ey. Und Michael rennt hier ganz locker easy rum, ey. Geil, 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 ey. Also Grafik echt bombastisch. Hammer. Boah, guck mal, das ist eine Jack Daniels Flasche. Jim Beam, Alter. Voll auf Rille, der Typ da, hä? Ich weiß genau, wie du dich fühlst. Wie denn? Da sind sie. Hinten links Franklin, davor sein Kollege Lamar. Hey, excuse me, homie. Can you tell me where Berto Beach House is? No, homie, I cannot. Man, won't you come on? Actually, yeah. It's that house right there with the yellow stairs. Yeah. Good looking out, homie. Appreciate it. Man, get your stupid ass on. Damn. Jetzt versteht man erst alles so immer mehr und mehr. Also wenn man schon mal gespielt hat. See, what you don't realize is we ain't boosting. This shit is legit business. Legit? Oh yeah, I forgot, huh? 401ks, tax returns and all. Yeah, right. You the one all pumped up on doing this lick, nigga. I'm getting my money in the hood. I'm straight, fool. I'm cool. You cool? Cool what? Slanging dope and throwing up gang signs? Hat dem gegeben, der Franklin, ey. Ich könnte jetzt so viel erzählen, Alter, aber ich erzähle nichts, Freunde. Weil es gibt viele, wie gesagt, die das jetzt zum ersten Mal sehen. Ja. Ich sag nur, jetzt erwartet euch was richtig Geiles. Die Story soll ein bisschen verändert sein, glaube ich. Nicht 100% 1 zu 1 wie die alte, minimal verändert. Also immer ein paar neue Sachen. Ah, guck mal da! Ich schalte die Kamera um mit das. So. Mit. So, Egos. Ja, oh mein Gott, Ego-Perspektive. Alter! Das sieht ja mal todesgeil aus. Guckt euch das mal an, Freunde. Ey, guck mal, das sieht aus wie echt. Ich schwöre es euch gerade, das sieht gerade aus wie echt. Guck mal, die Blumen hier. Das sieht aus wie echt. Ich komme nicht drauf klar, das sieht gerade echt aus wie echt. Das sieht gerade echt aus wie echt. Guck mal, die Mülltonnen. Oh mein Gott. Da, das habe ich euch erzählt. Welchen nehmen wir, Freunde? Wir nehmen den roten nehmen wir. Oh mein Gott, sollen wir jetzt mal... Sollen wir in Ego-Shooter-Perspektive fahren oder sollen wir normal fahren, Alter? Ich weiß es nicht. Wir gucken erstmal. Ich würde sagen, wir fahren erstmal normal und dann im Ego-Shooter-Modus. Alter, während das Auto nicht um das Cabrio, okay? Hammer, Alter, ey, Freunde. Ja, Freunde, machen kurz erstmal Pause. Wir müssten jetzt erstmal hier die Musik-Lautstärke ganz runter machen, weil sonst, da weißt du, da kommt die Gamer. Und wenn die Gamer kommt, ist scheiße. Machen die Stress wegen der Musik und so, deshalb machen wir die erstmal leise. Oh mein Gott, Alter! Die zocken noch in Ego-Perspektive! Woo! Scheiße, ist das geil, Alter! Oh mein Gott! Gibt euch! Ich weiß jetzt rechts, ne du Pisser, ja, ja, ich erinnere mich schon dran. Oh mein Gott, Alter, shit! Boah! Ist ja geil geworden, Junge. Geil, 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 ey. Alter! Boah, ist das geil.
Fähigkeit zu aktivieren. Ja, Franklins Fähigkeit L3R3, wenn man das reintrippt, hat man eine kurze Zeit Zeitlupe. Alter, wir wechseln mal kurz in die normale Perspektive, mal gucken, wie die Grafik dort aussieht. Guck mal, einfach nur bombastisch, Alter, echt bombastisch. Ja, so ist es auf jeden Fall einfacher zu fahren, als wenn man im Ego-Shooter-Perspektive fährt. Weil da ist es einfach nur richtig krank, weil das von Namen ist. Wir wechseln gleich nochmal um. Boah, Alter. Ujo, mach mal Platz hier. Aber das Fahren habe ich nicht verlernt, Freunde, oder? Scheiße, wo ich am Wackeln bin, ey. Fuck. Shit. Gib Gas, Junge. Mach mal Platz hier, Radfahrer. Oh, scharfe Rechtskurve. Nimm da einfach einen Passanten mit. Der Typ ist bescheuert, ey. Der Lama. Komm, jetzt nochmal auf Ego-Perspektive. Gib ihm auf Rille jetzt. Gib ihm, Alter. Oh mein Gott, scheiße. Mach Platz. Boah, nehme ich die Dicke mit, Alter. Oh, ich habe nichts gegen Dicke, Freunde, aber die war einfach dick. Scheiße. Handbremse. Jetzt fahren wir nach links. Ach du Scheiße, wo bin ich denn drauf gefahren? Hier irgendwo auf dem Motorrad oder so. Fuck. Jetzt biegen wir links ab. Scharfe Linkskurve, Lamar fährt uns voraus. Rechts. Ah, fuck. Bieg ab, Junge. Das macht ja mal Todesbock, Freunde. Wie soll denn der Online-Modus sein? Ach du Kacke, Freunde. Ach du Scheiße. Ja, Freunde, schreibt auch gerne in die Kommentare, wie lange ich ein Let's Play ungefähr halten soll. Also ich würde sagen, so 20 bis 25 Minuten wäre okay. Und dann irgendwie jeden zweiten, jeden dritten Tag ungefähr ein Kampagnen-Let's Play. Dazu noch die Online-Let's Plays, wenn alles zeitlich hinhaut. Dann noch Call of Duty, wie gesagt. Und ja, schreibt in die Kommentare, ob ich, wenn die Leute labern, die Dialoge unten mal mitlesen soll zum Beispiel, wenn mal Ruhe ist oder so. Aber wenn ich am Farmen bin, kann ich natürlich nicht unten mitlesen. Dann müsst ihr selbst schon mitlesen. Wow, mal Platz. Boah. Alter, das ist aber echt kopfig so, ohne Spaß, ey. Ich würde mal gerne jetzt mit den Waffen so spielen, aber das kommt alles erst noch später, Freunde. Wir wechseln mal wieder die Perspektive, Alter. So. Oh, wo ist der jetzt hin? Ah, hier ist er, okay. Jetzt geht's ins Parkhaus rein. Zack. Boah, Scheinwerfer einschalten. Oh, warte doch, was fährt da auf einmal rückwärts raus hier, Alter? Boah, fuck. Also das Handling, muss ich sagen, ist ein bisschen anders als bei der alten Konsole, würde ich sagen. Es ist ein bisschen empfindlicher. Merkt ihr, das Auto ist voll am Wackeln manchmal. Guck mal, wenn ich so zack, links, rechts. Oder war das damals auch schon so? Guck mal, das hier meine ich jetzt. Dieses zack, zack, zack. Ich glaube, das war damals nicht so empfindlich. Ja, Freunde, sind wir auch schon direkt angekommen, ey. Der Lama hat einen dicken Audi 8. Ich schalte jetzt meine Fresse. Whatever, nigga. I'll let something flow through your ass. Dog, I ain't too sure that joke works, dog. Oh, shit. Oh, Ibasch kommt, die Bullen kommen, Polizei, haut ab, wir haben Drogen dabei. Ach so, ich soll jetzt abhauen? Okay, das wird jetzt lustig, Freunde, das wird lustig. Komm, Freunde, das zeigen wir jetzt noch, die Verfolgungsjagd. So, kommt uns doch hinterher, Alter. Komm, jetzt gibt's eine geile Verfolgungsjagd, Freunde. Heute ist wirklich alles dabei. Neue Features, Verfolgungsjagd, Ego-Perspektive, auf Rille, gib ihm jetzt. So, versuchen auf der Ego-Perspektive abzuhauen. Ich glaube, das wird richtig schwer werden. Mach mal Platz hier. Ach du Kacke, ey. Das wird richtig schwer, Freunde. So, aber die haben uns gerade nicht im Visier. Das ist gut, Freunde. Wir fahren jetzt mal rechts lang. Schnell, schnell. Also die haben uns nur im Visier unten links, wenn da dieses Teil angezeigt. Wie seht ihr da unten links bei dem einen, der dieses blaue Bereich, den blauen Bereich. Wenn die uns da drin haben, dann sehen die uns wieder. Deshalb biegen wir jetzt mal hier rechts ab. Boah, scheiße, das ist mal todesschwer so zu fahren, Freunde. Ich fahre wieder normal. Oh, fuck, der hat uns gesehen. Nein, gib Gas, gib Gas, gib Gas. Bring das Auto zurück zum Autohaus. Perfekt, Alter. Perfekt. Zack, jetzt fahren wir noch schön zurück zum Autohaus. Ganz gechillt. Guck mal, der Bulle. Ja, auf einmal jetzt ist er weg. Also, Freunde, ja. Schreibt auch mal ihr direkt in die Kommentare, was eure erste Meinung ist zu dem Spiel. Wie findet ihr die Grafik? Also, ich bin, wie gesagt, umgehauen von diesem Spiel. Also, ich bin einfach nur fasziniert. Grafik ist nur bombastisch, kann ich nur sagen. Gameplay auch an sich todesgeil. Das wird einfach nur Todesbock machen, Freunde, Alter. Also, gute Idee von Rockstar, dass sie jetzt nochmal überlegt haben, auf der Next-Gen-Konsole rauszubringen. Mein Gott, ich fahre wie so ein Idiot gerade hier. Ah, das gute alte Autohaus hier, das kennen wir auch noch. Zack. Dies ist Simons Autohaus. Franklin kann sich hier neue Missionen abholen. Okay. Ich kapiere das irgendwie nicht. Du bist ein Rassist. Ich mag dich nicht. Ich werde dieses Auto nicht verkaufen. Nein, werde ich nicht. Du machst mir Gänsehaut, du Neonazi. Ihr seid alle gleich. This racist insulted me. Hey, what's up, bro? Hey, what's up, bro? No, I'm not calling nobody a nigga. Hey, what the fuck? I mean, N-word. Erstmal dicke Eier haben, ne? Und dann sagt er nichts mehr. You fucking right, and you better keep it right, because this man right here, he's an international businessman, a multiculturalist. Oh, guck mal, die Wagen an, die Autos. Wie die schimmern, Alter. Maybe he's not a racist.
Guck mal, jetzt das da hinten, das schwarze, Alter. Richtig geil. For a car like this. Wait a second. This guy right here, him? Get him a hybrid. That's a real man's car. I think you are right, Lamar. You get a tax rebate. Lamar, Kendrick Lamar. Money is an issue, eh? Money isn't an issue. This is the best part. Watch this when he real a man, he gonna get all his full money. Na, okay, der Autohändler will ihn anscheinend verarschen. Hey, Sammy. Was ist los? Hey, Simon. Ich bin weg. Bis später, Alter. Alles klar. So, jetzt sind wir weg, Freunde. Dass du diesem Wagen gewechselt bist. Jeder spielbare Charakter hat sein eigenes, einzigartiges Fahrzeug. Erfolg freigeschaltet. Ah, und da ist auch schon direkt unsers. Genau das ist es, Freunde. Unser Fahrzeug sieht doch mal richtig geil aus, oder was sagt ihr? Also ich finde, sieht richtig geil aus. Zack. Kannst die iFruit-App, genau. Begib dich zu Franklins Haus. Ja, wir fahren jetzt noch schön dahin, ganz kurz. Ja, geil, Alter. Och, willst nicht einsteigen, du süße Milf, Alter? Komm mal mit rein, du Bürodame. Ey, komm mit, Mann. Hallo. Warum steigt ihr nicht ein? Ich hub doch. Düt. Düt. Um dir Franklins Fähigkeiten anzusehen. Wie um die Franklins? Keine Ahnung, was sie genau damit meint. Ah, okay. Da unten rechts. Spezialfähigkeit, Ausdauer, Schießen, Stärke. Ist alles noch ganz gering, weil wir gerade das Spiel noch angefangen haben. So, willkommen in der Bronx. Willkommen zurück in San Andreas, Freunde. Eine neue Ära wird ab heute geschrieben, ey. Richtig geil, ey. Ja, ich habe mir meine Let's Plays vom letzten Jahr mal reingezogen von GTA. Da habe ich noch ganz anders kommentiert, Alter. Ich bin jetzt irgendwie viel... Ich will jetzt nicht angeben, aber ich finde auf jeden Fall besser geworden. Offener, ich rede viel flüssiger und alles. Also, ihr könnt euch auf was richtig Geiles gefasst machen, Freunde. Das wollte ich euch damit sagen. Speichere Fahrzeuge, indem du sie in die Garage fährst. Zack. Fahren wir in die Garage. Das ist unsere Haus, Alter, unsere chillige Ghetto-Wohnung hier. Wir sehen uns bei der Arbeit. Nee, bei GTA ist besser, weil ich muss euch ja was erzählen, Freunde. Friseursalons sind nun verfügbar bei Friseur. Besuche einen Friseur, um dir eine neue Frisur verpassen zu lassen. Hey, Schätzchen! Läuft in einem Fernseher, Powerpuff Girls. Los, raus mit dir. Setz dich auf die Couch, um fernzusehen. Alles klar. So. Ja, Freunde, das war's dann jetzt auch von der ersten Mission. Die haben wir bestanden, problemlos. Und wie gesagt, es war ein bombastischer Start in GTA 5. Hat mir richtig viel Spaß gemacht, dieses Let's Play. Und ja, Freunde, wie gesagt, wenn dieses Let's Play bis heute Abend, 19, 20 Uhr, die 1000 Likes erreicht, wird auf jeden Fall heute Abend noch der zweite Part vom Online, oder der zweite Part von der Kampagne online kommen. Dann drück nochmal weg. Der zweite Part von der Kampagne online kommen oder der erste Part vom Online-Let's Play, falls man das spielen kann. Wir können jetzt schon mal gucken, online. Ja, wir gucken mal, GTA 5 online spielen. Ja, wird wahrscheinlich gehen, Freunde. Dann werden wir uns später wahrscheinlich im Online-Modus sehen. Ja, dann würde ich sagen, war es an dieser Stelle auch. Wie gesagt, ich wünsche mich über einen Daumen nach oben, Freunde. Hat mir richtig viel Spaß gemacht. Schreibt in die Kommentare, wie lange ich ein Let's Play ungefähr halten soll. 20, 25 Minuten und ob ich die Dialoge mitlesen soll und so weiter. Wie ihr das Spiel findet, einfach alles in die Kommentare. Und falls ihr noch nicht abonniert habt, abonniert den Kanal. Ihr wird's richtig abgehen in den nächsten Wochen und Tage. Euer Öni ist raus. Macht's gut. Haut rein und ciao.